Ja, 20 Mal draufdrücken. Ah, ich will springen. Ja, Gil, mega, du springst nämlich nicht. Was nehme ich? Taschenlampe? Guck mal gerade aufs Brett, da ist irgendwas mit Verbrannten und so ein Scheiß. Gefahrendetektor verwenden, Temperatur messen. Ich laufe hier gerade und kurz die Tür kommen. Er hat den Fernseher angemacht. Den Gefahrendetektor haben wir hier nicht, ne? Wieder aussieht. Ja, geh aber ohne Licht rein. Ich habe mir erstmal den Gefahrendetektor geholt. Und ja, auf jeden Fall Sachen hier kaputt zu machen. Ne, es wirkt hier ein bisschen heller geworden. Geil. Alter, ich bin ein Hey, eigenes siehst du U-Boot. jetzt auch, wenn ich Licht mache mit der Taschenlampe? Ja, das zu dem Thema, mach kein Licht bei Herausforderung ohne Taschenlampe. Wieso? Hey. Hier steht eine Bierdose. Nein, hier steht eine Radlerdose, hier steht Radler drauf. Herein. Ich glaube, die Treppe. Hast du das? Ich glaube, die Der Treppe. Die Gefahrendetektor ist Treppe. gerade angegangen. Hä? Was ist das? Gucken, ob es ein Gefahrendetektor war. Sagen, das war der Gefahrendetektor. Und du hast die Temperatur des Geistes gemessen. Ich hatte übrigens. Ein echendes Licht. Ja, welche Temperatur hat denn der Geist? Ach, Ich ach, hatte keine ungewöhnliche, ich hatte 20 Grad kurz. Okay, ist ganz seit 14. 24 sind drin. 25? geh mal um. Baby? Ich hab Emp. Wo bist du? Vor dir. 24 Grad, 20. Ist ein warmer Geist, hat gefurzt. Warmer Bruder. 25? Weiß aber jetzt nicht, wie viel das war, ob das 2,5 war. Ein Zweier. Also wenn du dich bewegst, wackeln deine Möpse gar nicht. Ich sag, ich hab Bauzi-Bubs. Was war das? Also das wäre jetzt so böse, wenn Thomas doch gruselige Geräusche irgendwann mal machen würde, uns das erschrecken. Ich mach keine gruseligen Geräusche. Das war gruselig genug. Danke, Arschloch. Ich find die Schränke hier toll, besonders die Schranktüren. Alle aus Glas. Käse. Du kennst es. Hände, 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 Hände! Sorry! Ich werde gefingert! Ich werde gefingert! Wo bist Ich bin du? in den Keller gefingert worden! Ja, da komme ich nicht mit. Oh, 3 RM. 15, 10 Grad. Jetzt seht ihr auf die Ganze vergewaltigen. Ja, noch hier 2er. Also 2er, 3er, ne? 2er, 3er, ja. Gibt's das als Auswahl? Ja, also die Katze dreht halber mit durch, wie man hört, ne? Ja. Was war das 3er. gerade? Thomas, ist aufgestanden? Nee, wieso was denn? Ist Wer das war hier? das nicht? Ist das jetzt irgendwie so ein halbes Erdbeben? Ach so, das hier? Bin ich, das ist mein Mikrofon, da bin ich gerade gegengekommen. 3er-Empf, 2er-3er gibt's nicht. Oh, gab's noch Dreier. 1 Eins bis bis zwei, 2, drei.
Neu. Was ist ein Gehenkert? Ach, Gehenkter. Gehenkert. Auch gehenkt worden, Alter. Okay. Ach ja. War da das lustige Ding, was die dir denn hat? Aber zählt die UV-Lampe als Licht? Ich frag mich gerade, du bist doch jetzt vorhin länger als 5 Minuten mit der Taschenlampe rumgerannt. Oh, hey, was ist hinter mir? Alter, was war das gerade für ein Geräusch? Genau. Oh, was soll das? Gut dran. Okay. Ich gehe jetzt gerade in den Keller. Ich gehe kurz in den. Oh, ich habe 10%, 15, 20, 25, 30, er ist im Keller. 35, 40, 45, 50, 55, 60. Verloren, scheiße. Ich hab Yoshi getroffen. Ich hab Yoshi gerade mit dem Löffel abgeworfen. Wenn Würze zu mir ist und eine Fuß reinweist, abhauen will, dann geht natürlich ein Löffel hinterher. Sich. Hä? Fußspuren. Da war jetzt noch Fußspuren. Das sind noch keine Blutflecke? Was ist ein Schätzchen? Was weiß ich, was ist Schätzchen? Also die Pfütze sind Blut. Vielleicht muss ich jetzt auch. Siehst du darum, Alter. Ist das jetzt ein Kind oder ein Denker? Ich weiß jetzt nicht, ob das Schätzchen ist oder keine Einmal, Spuren. Einmal raus. Ich hab wieder Daten. Was hast du? Daten. 500 bis 1000. Immer noch zurück. Hinterlässt keine Spuren, könnte es ein Gehängter sein. Du hast doch Fußspuren gerade gehört, oder? Aber ich finde keine Fußspuren da. Ich bin da nur Blut, Häkchen und keine Spuren und kein Tacker. Geh mal davon aus, dass es die Fußspuren Schätzchen sind. Schätzchen! Partikelzähler 500 bis 1000. Bücherbrett, guck mal ein Bücherbrett an. Also es ist ein sehr altes Kind. Dann. Sehr alte, genau. Ein sehr altes, jagendes Mann, Kind. Ihr kleinen Dinger. Die Dinger sind Katzen. Bin ich ja fast sicher. Schätze. Herein? Ja. Soll gut die Türken oder was? Kann ich wegschmeißen? Ich würde sagen, an der Kellertreppe. Ich werde jetzt mal hier hinwerfen, aber auch unsere Alarmanlage hier hin platzieren. Weißt du, was ich meine? Ja, ich würde an die Kellertreppe gehen, weil an der Kellertreppe ist er ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob das hier schon was bringt, aber. Was gerade für ein Geräusch? Timmy! Was? Das Mieterboard! Oh! Okay. Das geht chaotisch hin und her. Virtuelles Brett. Bewegt sich chaotisch. Ist mal alt. Ja, er ist alt. Kind, er ist alt. Nur die Frage, was er sagt. Was war das? Ich bin draußen. Ja, er war gerade da vorne. So, er wurde geblitzt. Ja. Das Blitzding ist geil. So, Voodoo-Puppe, glaube ich. Ja, Voodoo-Puppe hilft für die Stimmung. Und Rundfunkempfänger hilft für die Stimmung. Ich glaube, es ist ein ruhiger, wie sie mir anhört, ne? Ich leg mal die Voodoo-Puppe da vorne hin. Oh, das Blitzding schützt nicht diesmal. Und die Maria auch nicht, wenn es ein Kind ist. Kruzitür? Die Voodoo-Puppe geht hoch und runter.
Also die, die erhebt sich. Dann ist es ein Kind, ein altes Kind. Wer hätte es gedacht? Und ein ruhiges altes Kind. So, fünf Lichter einschalten. Das, ja, das beliebige verfluchte Kinderspielzeug im Haus umstellen. Umstellen? Das beliebige verfluchte Kinderspielzeug im Haus umstellen. Also irgendwo anders denn wahrscheinlich. Goldene Bombe, Kruzid weg. Aber erstmal Lichter anschalten. Das war hell. Ja, er schützt ja auch nicht. So, du gehst Lichter anmachen und ich gehe Kruzid-Türk. Ich hol mir noch einen Kruzid-Türk. Okay. Fang schon mal an. Eins. Zwei. Ist mal eine Lichter kaputt? Nein, ja, ich habe zumindest nichts gehört, was kaputt geht. Vier. Okay, also ich glaube, das war fünf. So, das Kind, das verfluchte Kinderspielzeug, oh, an der ist der hinlegen. Ja, ich habe irgendwie eine Stimme in meinem Kopf. Ich bin stunned, ja. Alter, kann der stun? Was ist denn das so? Der ist oben. Ja. Aber jetzt siehst du auch die Geister, musst du erst diese ganzen Dinge haben? Keine Ahnung, also wir gehen jetzt das Kinderspielzeug suchen und irgendwo anders hinlegen. Ich glaube, das ist oben. Oh, das Bild! Das ist das Kind! Oh, Tatsache! Ich sehe es an der Gasmaske. Das hat mich gerade angespuckt. Ja, das Bild hat sich gerade bewegt. Hast du das gesehen? Nee, ich habe nur das Kind gesehen. Das Kind ist genauso pfeffig groß wie ich. Ich bin wieder unten. Aber oh, warte, muss ich Licht wieder ausmachen? Nee, guck. Ey, hier sind alle Lichter anmachen. Ich find's jetzt angenehmer als vorher. Ja. Ah, hab's. Perfekt, ich hab Kruzid-Türk. Weißt du, was wissen wir, was ein Kruzid-Türk ist? Das ist ein Kruzid-Türk. Nein, ich werde gehandelt! Nein, ich werde wieder entführt! Ich will nicht in den Keller! Natürlich, wo bin ich im Keller? Hast du wenigstens das Kinderspielzeug? Ja, hab ich. Ich hab's in den Keller geschmissen. Was im Keller? Goldbombe und Kruzid-Türk. Ja, Kruzid-Türk hab ich. Ich will die Goldbombe. Wieder ist Standard. Ja, nimm doch gleich zwei mit. Ah ne, jetzt die goldene Bombe, das ist Dildo. Gold! Das ist unser Dildo-Spray. Hab alles. Was gibt's hier fix aus? Ich geb dir nicht. Ja, ich muss eh ein Stückchen im Hintergrund sein. Da läuft die Treppe hoch. Krabbel. Ja, hab ich nicht hingekriegt. Solltest das Spielzeug mitnehmen, dann kommt's. Riecht im Keller. Da ist die Wudepuppe geflogen. Bleib hier, Demi. Der ist ja nach oben gerannt, der kommt bestimmt wieder runter. Ja, es gibt aber zwei Treppen. Ja, und beide haben ja einen Schutz. So, dass man das hinten hört. Oh, er klappt wieder. Ja, das ist genauso wie Ghost Hunter gekauft, dieser Dreck. Der sagt nein, oder? Ach, Yoshi ist auf Toilette, das hat sie nach nein angehört. Wenn deine Katze am Kacken ist, hört sich das nach nein an? Alter. Ab, geh mal gucken. Und der Treppe hatte ja Spaß. Geht meinem Kind für Infos. Ich geh mal gerade nach den Infos vom Kind gucken. Kind.
Und sie Turin! Willkommen im Frieden! Komm da nicht drauf! Bist du? Hinter dir. Ich gehe mal nach unten. Standard. Ich hatte kurz Hände in meinem Gesicht. Ich habe sie weggezogen. Ich hatte kurz Hände in meinem Gesicht, aber ihr seid drauf geglänzt, echt. Könnt ihr das Spiel auch geben, Thomas? Nee, lass mal. Ich brauche das nicht. Wir sind live. Der Zuschauer hat ja gerade 0 oder so. Oder wahrscheinlich gleich ein. Alter, ganze Zeit rennt es hier rum, ne? Und genau wenn wir die Sachen haben. Nein. Und genau wo wir die Sachen haben, kommt es nicht mehr. Mach das mal so. Na scheiße, daneben geworfen. Da war der ganz kurz. Komm, wir gehen mal in den Keller und hol die Puppe. Goldbombe war das. Das ärgert ihn aber auch, die Goldbombe. Das ist das Gute. Ja, ich finde es schön, dass du hier direkt das Geld kriegst, ne? Einen habe ich noch im Trump, heißt einer will es Demi. Nee, kurz die Türke. So, komm, wir gehen in den Keller, du holst das Stofftier und dann kommt er. Da, Tür! Hier war sie. Wo bist du, Demi? Schalte. So, komm, in den Keller. Der Keller. Da, nein. Oder ja. Keller? Ah, Stofftier. Ja, ich habe keinen Inventarplatz. Weil ich habe noch einen Kurzi-Türk dabei zur Not. Okay. Alter, du hast deinen eigenen Türken mit? Geil. Geiles Spiel, gefällt mir. Schmeiß mir die Bombe irgendwo hin. Habe ich den Kurzi-Türk. Jetzt den Turkey-Tacky. Boah. Alter, habt ihr Kacke am Fuß? Ich muss sagen, was sollte ich die Kacke mal am Dampfen? Erstmal wieder nach oben gehen. Okay, du kannst keine Doppelgrozi-Türks mitnehmen. Hm. Oh, ich hab Blinklicht. Oh. Ich bin betäubt. Aber verkübelst ein wenig. Kind, bei mir! Vorne! Nase! Alter, ich bin betäubt. Ich muss die Kackwurst finden. Alter. Jungs! Ja, willst du den gespannt? Ja, so ist das, wenn man die Muschis hat. Genau. Da lobe ich mir doch meinen Hund, der klemmt sich das ab 48 Stunden. Ey, das ist so cool, du siehst hier Bilder. Und du kannst und da sind die Geisternamen drauf und auf dem einen Bild siehst du einfach nur DEM. Da ist ein Bild von Demi. Alter, da treffe ich noch. Also, ist das bei Aslan jetzt weg, wie die Schiffe jetzt vorwärts oder rückwärts fahren? Das zeigt er mir nämlich nicht mehr an, der Sack. Das ist total ätzend. Ja, was? Kein Wunder, dass ich hier nichts kriege. Oh meine Ehre. Oh mein Gott, das ganze Arsch ist von dem Boiler-Kacker. Ah, das ist die Kackerschonen. Er scheint gefunden zu haben. Ja, die Katze. Kackerschonen. Ihr betäubt uns noch, oder? Ah, du bist schon drin, ne? Ja. Ist aber mutig. Ja, ich will diesen Bären in der Hand haben. Können mich mal im Arsch lecken hier. Pissdecke hier. Okay, also das größte Problem, was wir hier haben, ist das Licht. Hier würde sich vielleicht das Stativ lohnen. Mhm. Ich geh jetzt mal gerade kaufen.
Lass dich nicht fressen. Ich doch nicht. Nee. Ich bin auch jetzt immer der, der gestorben ist. Ich würde hier vom Lichten Mast erschlagen. Oh, machst du die Tür auch zu? Oh, wo möchtest du das Licht ja, haben? So. Da? Hm? So passt es eigentlich, ne? Das Future-Port geht immer noch ab. Gefahrensensor müsste doch eigentlich arbeiten, oder? Wo ist der Kleine? Du ganze Zeit sehen wir hin und kommen. Ich muss sagen, er kommt gerade. Aber wo ist er? Müssen wir uns einen anderen Platz holen? Das ist viel zu. Der war gerade an der Treppe. Ja, das ist viel zu groß hier. Wir brauchen einen anderen Platz. Kann sein, dass du ihn nur siehst im Licht? Ich weiß es nicht. Ich hätte. Ja, lass uns lieber hier hingehen. Dreckvieh. Ja, lass uns lieber hier hingehen. Dann können wir nämlich auf die eine Seite werfen. Moment, die Tür zu. Ja, aber dann musst du kurz mal zu. Mal zu. Vielleicht kann der Geist ja nicht durch Türen gehen. Da haben wir ja auch ganz in den Gefängnis unter Kontrolle gehalten, den Dämon, der Shadow vorhin. Ja, da waren die Gänge halt auch länger gewesen. Er war genau in so einer Treppe eingesperrt wie hier. Komm her und hunt me. Oh, ich bin schon fast tot. Das ist aber schlecht. Also er ist hier in der Nähe. Ja, drüben. Der scheiß Glastür. Ja, okay. Der Geist kann durch Glastüren gehen. Wir brauchen einen besseren Spot. Die kam auch nicht angerannt oder sowas, gell? Ist? Warte mal, dreh ich mal um. Hast du eine Lampe oder so? Ja. Dreh doch mal hin. Da war doch gerade Rauch. Also das Ding hat uns gerade richtig den Arsch gerettet, oder? Ja. Zu dritt könnte ich glaube ich sagen, wäre das Spiel noch angenehmer, ne? Könntest du zwei solche Geräte haben? Ja, cool. Wie kriegen wir das jetzt hin, ey? Noch eine Granate. Ich kann immer noch welche kaufen. Bis 10 Stück kann ich kaufen. Die sind limitiert. Also wenn er flüstert. Gerade war das so oft hier, ne? Warum hast du diese scheiß goldene Granate? Es kommt ja nicht mehr. Da! Oh. Das Drecksding hier, verdammte Scheiße! Ich hab ihn getroffen, bevor das Ding kam. Aber das ist so klein, das Ziel. Da steht's direkt vor mir. Weggehen, wenn das Kruzifix weg ist, dann kommt es her.
Jungs. Zeig dich. Alter. Jetzt wird gerade Licht angemacht. Was machen. Die Beine. Und er rennt wieder dann so vor der Micha. Das ist geil. Also wie kann man eine Katze nur Micha nennen? Immer noch der Vorgänger von Demi. Moment. Ja, aber Micha ist doch ein scheiß Name. Ach, ja, da kann ich dir aber erklären. Dort wohnen hat einen Sozialarbeiter, der ist Michael. Ja. Und die Putzfrau ist total verschossen in den. Ja, aber ist das ein Grund, dass ich die Katze Michael nenne? Ja, wenn es sonst keinen Michael kriegt. Da. Michael. Wir hätten, er hätte auch Potter heißen können, stell erstmal vor. Oh, Ron. Na, wie heißen deine Katzen? Ron und Hermine. Alter. Ja, Harry und Potter. Er ist irgendwie in der Nähe. Knie und Kehle, Alter. Die ist gerade noch am Überlegen für ihre zwei. Die kriegt ja zwei von dem Wurf. Also mein Rotte hieß damals Tyson, aber das war nur, weil der hat sich mal irgendwann mit jungen Jahren, hat er sich mal mit irgendeinem anderen Tier gekappelt, ich glaube, das war auch ein Hund, und der hat ihm so ins Ohr gebissen, dass er ihm da, also so wie bei Holyfield damals, dass er ihm das Ohr abgebissen hat, da dachte ich, Holyfield ist ein scheiß Name für einen Hund, also nennen wir ihn Tyson. Da hat er richtig so einen Riss drin gehabt, aber ich war auch nicht beim Arzt, also der ist so wieder zusammengewachsen, haben wir mit der Klammer mal kurz und dann ist das gut gewesen. Okay, jetzt wollte ich vorbereiten. Wo ist er? Keine Ahnung. Aber kommt gerade. Wo willst du das dann wissen, wenn du ihn nicht siehst? Bei Gefahrensensor angehend? Ja, ich warte gerade. Ich stand direkt vor mir. Mein Kruzifix! Mein Kruzifix ist kaputt! Okay, es geht doch kaputt. Ja, schon so. Alter, was ist denn die Dunkirk für ein Schiff? Die hat ja nur vorne zwei Geschütze. Was ist das denn für ein Scheiß? Das ist mega geil. Echt? Ja. Das ist echt gruselig. Die ist richtig gut. Ja? Ja. Die ist auch so furchtbar schnell. Die schießt auch richtig gut. Die schießt auch richtig genau. Echt? Okay, das wäre ich warte mal, was können wir denn da noch? Mit Weihwasser, mit der Fackel. Du brauchst aber Kruzifix für den letzten Schritt, ne? Stimmt. Aber vielleicht solltest du mal treffen. Vielleicht tue ich das. Warte mal, ich probiere mal was aus. Wenn ich verrecke, ist ja nicht so schlimm. Nimm mal das Weihwasser, mit dem Weihwasser kann ich den ja auch abwehren. Und das Bombe mit zur Not. Ja, nein, ich will das Weihwasser werfen, wenn sie mich angreift. Weil wenn das funktioniert, dann kannst du das mit der goldenen Bombe nämlich genauso machen. Sofern das Weihwasser das zu werfen, ne? Da war das Dreckstück am Ballstelltisch unter der Treppe. Ja, es klappt. Soldi, es klappt. Du kannst es werfen. Ich hab gerade die Zimmertür zugemacht, Alter. Hier ist ein Kackgeruch, ey. Wo ist das Grund? Hast du ein Kruzifix gerade gespawnt, oder? Ja, hier. Also nimm die goldene Bombe. Und wenn sie dich angreifen und knuddeln will, dann wirfst du das Ding. Ich stehe mit der Taschenlampe schön weit hinten. Hier war gerade hier irgendwo wieder, ne? Ja. Wenn die Voodoo-Puppe anfängt hochzugehen, dann ist sie nah. So, Purge ist fertig. Perfekt! So. Alter, was für ein Jumpscare gerade. Ja, bin da. So, letzter Schritt ist. Da ist er! Okay. Ja. War das Scheißding wieder im Weg. So, Kruzi töten wir sie. Ja, komm her, Schnecke. Die ist keiner rumgelaufen. Kann ich das so hinstellen wie eine Pfeile oder muss das geworfen werden? Ich glaube, das muss geworfen werden. Wie hast du das Fink gemacht? Auch geworfen.
Oh. Aber in der Falle reizt er nicht so viel. Oh, oder? Das ist so groß wie ein Baby, was hier rumkrabbelt mit einer Gasmaske auf dem Kopf. Okay, ist es bei mir? Level hoch. Ich hab sie nicht gekrozt, sie tötet. Ist das vielleicht falsch? Ah ne, jetzt haben wir bis jetzt alle anderen Schritte gestimmt, ne? Aber das sieht auch zu einem Kind. Ja, das ist ein Kind. Ich gehe sie jagen. 2 Euro. Alter. Ey, du kannst sie jagen. Sie verfolgen. Die nebelt. Die Nebel, die ist voll ein Zerstörer. Dämlich folgt den Smokescreen. Ja, ich hab den Nebel verloren, was kann ich? Stimmt, im Keller die kleine Fotze. Ich weiß, ich mag keine Keller. Ne, die ist hier bei mir. Das Licht fliegt ganz schön. Komm mal. Ist jetzt aufgehört, wo du hier bist. Du hast auch noch ein Kruzifix. Nein. Ah, komm, dann gehen wir uns holen, dann gehen wir zusammen hier zu fixen. Mein Gott, ey, hast du nicht auch genügend Kohle? Ich hab einen Scheinwerfer gekauft, was willst du von mir? Turkey fixen. Können das machen wie Crusader Kingdom? Ich habe einfach mal den ganzen afrikanischen Kontinent den Krieg erklärt und habe einfach mal einen Papst angeschrieben, ob er mir hilft. Und er hat Nein gesagt. Halt, pass auf. Putzi! Putzi drückt. So, da. Bye bye! Level up! Das hat jetzt eine schöne gedauert. Alter, wirklich? Hm? 33 Minuten, okay, du hast auch so ein Ei abgesetzt, dann brauchen wir erstmal Luft. Schei! Aber angenehmer als vor dem Patch. Ja. Wer ist dort Antonio? Was? Antonio? Wer ist Antonio? In so guten Books. Oh mein Gott, wir spielen auf dem Ami-Server, gell? Achso, deswegen war es so einfach. Ja, Ami-Server 1, 2, ich bin mal.